Hallo zu Friede, Freude, Smartphone. Heute beantworte ich mal wieder eine Frage von einem Zuschauer. Und die Frage bezieht sich auf YouTube und die YouTube-Suche. Wie kann man auf dem Smartphone innerhalb eines Kanals suchen? Mittlerweile habe ich über 300 Videos. Das heißt, es wird ganz schön schwierig, wenn man jetzt hier was suchen möchte. Wenn ich auf meinem Computer YouTube öffne, ich suche nach Friede, Freude, Smartphone und jetzt tippe ich auf eines dieser Logos. Damit wird die Kanalübersicht von Friede, Freude, Smartphone geöffnet. Hier oben im Menü finde ich eine Lupe. Ich tippe auf die Lupe und gebe meinen Suchbegriff ein. Und damit werden mir jetzt alle Videos angezeigt, die ich zur App Notizen gemacht habe. Nur im Kanal zu suchen, funktioniert auf dem Smartphone leider nicht so einfach. Ich öffne auch hier die App YouTube. Hier in YouTube suche ich nach Friede, Freude, Smartphone. Jetzt werden mir hier die Videos von Friede, Freude, Smartphone angezeigt. Ich tippe auf das Logo und öffne damit die Kanalübersicht. Das ist die Kanalübersicht von Friede, Freude, Smartphone und hier oben ist das Menü, aber hier finde ich leider keine Lupe. Die Lupe ist hier drüber und hier tippe ich drauf und gebe meinen Suchbegriff ein und tippe hier unten noch einmal auf die Lupe, um nach diesem Begriff zu suchen. Jetzt werden mir hier leider alle möglichen Kanäle angezeigt, die auch zum Thema Notizen Videos veröffentlicht haben. Hier rechts oben finde ich drei Punkte, ich tippe hier einmal drauf und hier kann ich mit einem Filter meine Suche einschränken. Ich tippe hier mal auf Typ und suche nach Kanal und tippe hier unten auf Übernehmen. Aber auch damit finde ich nicht die Notizen aus meinem Kanal. Eine Möglichkeit ist, ich muss hier oben in meinem Suchfeld zu Notizen noch Friede, Freude, Smartphone eingeben. Ich mache das. Es reicht auch Friede, Freude. Und wenn ich jetzt hier unten noch einmal auf die Lupe tippe, dann bekomme ich alle Videos zum Thema Notizen aus dem Kanal Friede, Freude, Smartphone. Das ist eine Möglichkeit, nicht so einfach wie am Computer, aber es funktioniert. Wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie mir. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!